Herzlich willkommen, liebe kleine und große Zuschauer, zu unserem 600. Wochenmagazin in den Kabelnetzen von Regio TV und in unserem Internetfernsehen. Natürlich werden wir heute auch auf die 600 Sendungen zu sprechen kommen, aber nicht nur. Denn es gibt natürlich unsere Kurzmeldungen, einen Sportreport und dann hat Franzi auch noch einen Gast in unserer Mini-Talk-Ecke. Verlieren wir also keine Zeit, denn unsere 20 Minuten sind schnell aufgebraucht. Wir haben lange überlegt, was wir heute zu unserem kleinen Jubiläum anstellen. Denn ein bisschen stolz können wir doch schon darauf sein, dass wir das als Schülergruppe fertig bekommen haben. Da bestimmt kaum noch jemand von Ihnen und euch die kennt, die wirklich unser Schülerfernsehen dann auch wirklich ins Fernsehen gebracht haben, zeigen wir da einfach mal was von denen. Einverstanden? Fachgruppe Fremdsprachen zeigt uns, dass man nicht nur in anderen Ländern spricht. Fachgruppe Fremdsprache zeigt uns, dass man nicht nur in anderen Ländern spricht, sondern auch Fach. Ist jetzt an? Hä, nee, wir sind in Jamurz aus. Und nun mal ein Blick auf unsere schöne Landschaft. So langsam. Und Backen an, los. Jetzt langsam aus der Hand gleiten. Kolm 23. 24. Apollo, ich klapp gleich durch. Komplett. Scheiße, tut mir leid. Ich wüsste ja auch jetzt die streitsüchtigen Weiber des Schülerfernsehens. Was ihr alle von mir wollt? Stumpfsinn. Nein! Schaltet Schülerfernsehen ein. Brustumfang? 90? Naja, schaffe ich noch. Taille? 60? Also nie wieder Kuchen. Hüfte? 90? Hab ich. Was? Kopfumfang? Naja, die Ausbildung als Chefsekretärin hat mich noch nie interessiert. Tja, aus dem Supermarkt ist jedenfalls nicht. Schmeckt's denn auch besser? Darauf kommt es doch gar nicht an. Das Etikett und das Preisschild machen. Naja, ich weiß ja nicht. Was riecht denn so? Diese Windeln aus blauer Spitze. Da geht nun mal was durch. Naja, ich weiß ja nicht. Besser jedenfalls, als wenn meine Mam immer nur diese Wegwerfwindelpakete schleppen muss. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das Stinkvornehmen heißt. Guten Tag, ich habe da so eine Idee. Eine was? Eine Idee. Um Himmels Willen, setzen Sie sich erstmal. Sie haben wirklich eine... Ja, eine Idee. Na, warten Sie mal. Die da, genau die. Sie irren sich nicht etwa? Von wegen der, wie heißt denn das? Idee. Irren? Nein, wieso? Ich habe doch, dass das so eine... Eine Idee, ja, wir wissen. Was wissen Sie? Wir wissen gar nichts. Aber ich weiß, Sie haben eine Idee und wissen auch noch. Was ist denn hier los? Die da, die hat eine Idee. Eine was? Davon habe ich auch schon gehört. Damit ist nicht zu spaßen. Waren Sie denn schon beim Arzt? Wieso denn Arzt? Mir fehlt überhaupt nichts, aber denen. Wir haben doch keine. Wir hatten noch nie eine. Eben. Hinterher beobachten, aber Vorsicht, das könnte ja ansteckend sein. Hey! Ja. Nicht fragen, abwarten! Fandet ihr die Sendung heiter? Traut euch nur und sagt es weiter.
bleibt nachzutragen, dass wir in den vielen Jahren nie vergessen haben, wie viel Dank den Profis von RegioTV gebührt. Denn ohne sie hätten wir ja nie eine Chance gehabt, uns in so großer Öffentlichkeit zu präsentieren. Nun aber zu Aktuellem. Und das hat Franzi als Vertretung für die kranke Fabienne zusammengefasst. Herzlich willkommen zu den Meldungen. Erfreuliche Auszeichnung für die 56. Mittelschule Leipzig. Schulen ans Netz e.V. zeichnen die 56. Mittelschule der Stadt Leipzig mit dem E-Tuning-Qualitätssiegel für beispielhafte Internetprojekte in Europa aus. Mit E-Tuning fördern die Europäische Kommission und der Bonner Verein grenzüberschreitende Schulpartnerschaften. Das ausgezeichnete E-Tuning-Projekt You've Got Mail from Italy, from Germany bringt italienische und deutsche Schülerinnen und Schüler über eine E-Mail-Freundschaft zusammen und eröffnet den beteiligten Klassen Einsichten in Gemeinsamkeiten und Unterschiede der italienischen und deutschen Kultur. Bundeswettbewerb Finanzen. Begeisterung für die Themen Wirtschaft und Finanzen zu wecken und damit die Kompetenzen von Schülern im Umgang mit Geld zu stärken, ist das zentrale Anliegen der gemeinnützigen MyFinance-Coach-Stiftung GmbH. Unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Prof. Dr. Annette Schaban, lobt die MyFinance-Co-Stiftung gemeinsam mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 2011 erstmalig den Bundeswettbewerb Finanzen aus. Weitere Infos unter www.bundeswettbewerbfinanzen.de. Kultusminister Roland Wöller ehrt Sachsens Jungforscher. Am Samstag, 2. April 2011, wurden im Dresdner Hygienemuseum die Sieger im Landeswettbewerb Jugendforscht ausgezeichnet. Staatsminister Roland Wöller überreichte außerdem den mit 250 Euro dotierten Sonderpreis des Kultusministeriums. Diesen erhielt der 15-jährige Tim Seifert vom Gymnasium Burgstedt für seine Untersuchung »Wie findet man in einem Heuaufguss die meisten Einzeller?« Insgesamt hatten 24 Projekte die Endrunde erreicht. Soweit die Meldungen. So wie ein roter Faden ziehen sich von Anfang an bis heute unsere Bemühungen, mit den unterschiedlichen Reports auf Lobenswertes hinzuweisen und, wenn es sein muss, auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Heute zum Beispiel haben Lucy und Celine begonnen nachzuschauen, wie gut die Sportanlagen im Sendegebiet auf die kommende Freiluftsaison vorbereitet sind. Ja, Lisa, genau das haben wir vor. Beginnen wollen wir in Bonn und mal sehen, was hier so abgeht. Das Rudolf-Habe-Stadion ist mal wieder tipptopp. Kein Wunder, als Flaggschiff von Burna. Wissen Sie, wo außer dem Rudolf-Habe-Stadion noch irgendwelche Stadien hier in Burna sind? Witznitz. Ja. Dann im Burner Osten Bolzplatz und dann Tennisplatz. Es war einmal. Witznitz, das hat aber die Oberbürgermeisterin abreißen lassen. Also nicht das Stadion, sondern die Sanitäranlagen. Und da ist das jetzt sicher im Augenblick nicht möglich, dort zu spielen. Deswegen müssen alle hier sein. Achso, danke schön. Stadt hatte mal drei Stadien, das Otto-Buchwitz-Stadion, dann an der Witznitzer Straße hinten und jetzt praktisch das Habe-Stadion mit diesem Kunstrasenplatz. Und aber dank des Herrn Salomon, das ist der Chef vom SV Bonner, kann der Platz richtig genutzt werden in mehreren Schichten und hier sind eben sehr viele Kinder und das ist eigentlich sehr schön. Das ist Verdienst vom BSV Bonner. Gibt es außerdem Rudolf-Habe-Stadion noch ein Stadion in Bonner? Ja, an der Umgehungsstraße. Hier in der Witznitzer Straße. Und sonst ist eigentlich. Nee, ist nicht mehr. Das ist ja also der Sportplatz Witznitzer Straße, von dem die Leute alle geredet haben. Und so wie es aussieht, ist den Bornern das Schicksal dieses Sportplatzes doch nicht ganz egal. So,
wie es aussieht, ist Jan Burner für uns nicht mehr zu holen. Versuchen wir es beim nächsten Dreh in einem anderen Sendort. In welchen verraten wir aber noch nicht. Wie eingangs angekündigt, haben wir einen Gast zum Minitalk im Studio. Deshalb reiche ich den virtuellen Staffelstab gleich weiter zu Franzi in unsere Talk-Ecke. Zu unserem heutigen Minitalk möchte ich Herrn Helmut Henschel, den Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins des Bonnerer Landes e.V., recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Damit wir alle ein wenig besser verstehen, worüber ich in den nächsten Minuten mit Herrn Henschel reden werde, schauen wir uns erstmal einen kleinen Einspieler an. Ehrlich bin, und das bin ich doch immer, habe ich erst in Vorbereitung von diesem Dreh davon gehört, dass hier in Kleinbeucher das sogenannte Tatarengrab zu finden ist. Mein kleiner Vordreh zu unserem Minitalk Gast im Studio wird also spannend. Gefunden habe ich das Grab recht schnell. Auch dank der Bäuchereier, die das hier natürlich alles kennen und offensichtlich auch pflegen. Wäre ja auch zu schade, wenn dieses Zeugnis der Völkerschlacht in Vergessenheit geraten würde. Eine etwas größere Infotafel wäre hier bestimmt sehr hilfreich. Und eine bessere Ausschilderung auch. Aber wir sollten uns zuerst einmal anhören, was unser Minitalk-Gast im Studio dazu zu sagen hat. So, damit wissen wir, worum es geht. Und ich vermute messerscharf, dass Sie sich, Herr Henschel, noch intensiver um den Sachzeugen kümmern wollen. Das stimmt, denn das ist ja auch unser Anliegen vom Heimatverein. Wie soll ich das sagen? Es ist eins der wenigen Sachzeugen in unserer Region, besonders hier im Bonner Land, das eine Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig ist. Und das ist unser Anliegen, dass wir das wieder in die Öffentlichkeit hineinbringen, wie man so schön sagt. In Vorbereitung auf diesen Dreh habe ich gelernt, dass Sie einen Antrag auf Fördermittel in Vorbereitung haben. Sagen Sie doch mal bitte was dazu. Ja, das ist folgendermaßen. Wir sind ein Verein, ein gemeinnütziger Verein und haben uns an und für sich für die kulturhistorische Vergangenheit unserer Region verschrieben. Und da wir 2013 200 Jahre Völkerschlacht und 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal haben, sind wir dabei, einen Beitrag, wo die Region sich einbringen kann,
einen der vielen Beiträge, möchte ich sagen, sind noch andere, die da arbeiten, hier sich drum zu kümmern und dass das natürlich nicht ohne Geld geht, das ist ganz klar. Und nun haben Sie noch eine Bitte an die Zuschauer, stimmt's? Ja, das ist richtig. Wir haben hier, es gibt viele Überlieferungen. Wer war dieser Mann? Einmal wird er Josef genannt. Im Volksmund sagt man, das ist unser Josef, so sagt man in Beuscha. Dann ist es Josef. Das ist hin und her an dieser Stelle. Das nächste ist, wenn man in die Vergangenheit reingeht, dann wird immer geschrieben, es ist ein russischer Offizier. Das stimmt nicht. Das hat nun die Vergangenheit oder die letzten Jahre herausgebracht. Es ist ein Muslim, wahrscheinlich ein Tatar, der als, wir müssen jetzt in den Mai 1813 zurückgehen, er war Gast auf dem Rittergut in Beuscha, bekam dort die Typhus, wurde jetzt ins Siechen- oder Armenhaus gebracht, weil man Angst hatte, dass die anderen sich anstecken. Und dort hat ihn einer seiner Leibdiener unter Schulmeister, in Anführungsstrichen, wie man damals sagte, gepflegt. Und als er gestorben war, hat man ihn dann, wo wir hier das gesehen haben, auf dem Grabhügel begraben. Und da gibt es auch einige Sagen dazu. Fakt ist, er ist ein grünes Tuch. Heute wissen wir, das ist die Fahne der Muslim an dieser Stelle begraben. Und er soll auf seinem Pferd sitzend begraben worden sein. Das geht aber an dieser Stelle nicht, denn das ist felsischer Untergrund. Was nun Wahrheit ist, gilt es rauszubekommen. Das nächste ist, wer ist Yusuf? Es steht drauf, 1830, Yusuf, der Sohn des Mustafa, der Großmütige und der Tapfere. Und dann kommt die erste Sura aus dem Koran. Nichts ist gut außer Gott und Mohammed. Das sind die Dinge, die draufstehen. Dann ist ein dritter, es sind zwei Grabsteine gewesen. Dann hat, dort hat man das noch mühsam regeneriert. Und auf dem dritten, der ist, da ist, ist das Ganze, das haben Sie auch gesehen, recht gut zu erkennen. Für uns ist nun wichtig, wer war Yusuf? Wir kennen den Namen, wir kennen seine Religion, jedoch wissen wir nicht, wer er war und woher er kam. Kommt er aus Innerasien oder gehört er zu den Minderheiten, die es gibt tatarische Minderheiten in Polen, in Weißrussland und auch in Litauen? Gehört er dort dazu? Also mit anderen Worten, welche Nationalität besaß er? Und hier ist die Frage, wer kann uns hier helfen, die Identität unseres Yusufs genauer zu bestimmen? Viel Glück dabei. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte schön. Leider ist unsere Zeit schon wieder um. Ich danke Ihnen, Herr Henschel, für Ihr Kommen. Ich wünsche euch auch viel Erfolg weiter in eurer Arbeit. Dankeschön. So. Allen, die vielleicht etwas zum Tatarengrab zu sagen haben, titeln wir die Adresse des Heimatvereins unten ein. So, liebe Zuschauergemeinde, das war also unser 600. Wochenmagazin. Und wir Rekokids hoffen natürlich, dass dem noch möglichst viele folgen werden. An uns soll es nicht liegen, auch wenn uns Nachwuchs- und Akzeptanzprobleme hier im eigenen Haus schon immer mal Sorgen machen. Aufgebaut werden wir dann immer wieder vom netten Team von RekoTV und natürlich von Ihnen und Euch vor den Fernsehern, PC-Monitoren. In diesem Sinne bis zur 601. Sendung. Ihre und Eure Lisa.